Hallo Jungfrau, herzlich willkommen hier bei Löwenherz-Lennemoor zu deinem Reading für den November 2023. Jo, ich werde hier erstmal auf astrologische Beiträge verzichten vor den Readings. Ich werde das extra abhandeln. Schau in meine Community. Da habe ich auch eine Abstimmung gemacht, weil ich die Astrologie sehr, sehr wichtig finde. Aber ich glaube, ihr wollt, dass ich konkret zu euren Reading hier komme. Deswegen mache ich das separat. So, wer Fragen hat, wenn du Fragen hast, schreib mich natürlich gern an. Aber trotzdem, ihr seid das zweite Sternzeichen, was es sieht. Ich habe mein eigenes Deck gerade bekommen. Druckfrisch, alle Karten von mir selbst gemalt. Ein Löwenherz-Lenormand Kartendeck. Steht jetzt auch drauf. Löwenherz-Lenormand, da bin ich drauf. Ein paar Infos über mich. Alle Karten von mir selbst gemalt. Wer daran Interesse hat, ja, ich habe jetzt schon viele Anfragen privater Natur. Die ersten sind schon verkauft. Hier ist eine kurze Beschreibung, ist dabei, Legesysteme, die Kartenbedeutung. Dann zeige ich euch hier ein paar Karten. Die Eulen hier, die Ruten, der Stern, die Störche, was haben wir noch? Der Turm, der Mond, die Fische, das Herz, der Herr und der Brief. Um einige hier zu zeigen, wenn ihr daran Interesse habt an ein Löwenherz-Lenormand Kartendeck, ist es auch größer als die normal kleinen, ja, ist schon schön zum Legen wirklich. Werde ich auch in den nächsten Readings natürlich mitlegen. Es ist nur gestern gerade erst gekommen, ganz neu, ich wollte es euch zeigen. Ja, dann schreibe mich an. Es kostet 33,50 Mark. Ein wunderschönes Geschenk zu Weihnachten, aber auch für euch selbst. Ja, seid schnell, wenn die jetzt alle sind, die erste Ladung, die ich gestern bekommen habe. Dann ist ja auch schon bald Weihnachten, dann muss ich neue bestellen. Das kann immer ein paar Tage dauern. Also dann reservier dir eins. So, aber jetzt zu deinem Reading, Jungfrau. Wir fangen an mit deinen Gedanken. Mit Jungfraus Gedanken. Was geht euch im November hier durch den Kopf? Worüber sinniert ihr? Denkt ihr nach? Da haben wir die Wolken, der Turm. Eine Karte noch. Mond. Ui, ihr seid wirklich in einer sehr melancholischen Stimmung. Das kann ich hier schon sehen. Macht euch Gedanken. Ja, es wird Herbst. Vielleicht ist das so bei dem einen oder anderen. Schlägt das aufs Gemüt und natürlich auch unsere Lage in der Welt ist ja auch nicht so rosig. Ich betone immer, schickt Frieden in die Welt. Die Frequenz der Liebe, des Friedens, mehr kannst du hier nicht tun jetzt. Das ist vielleicht etwas, was euch so ein bisschen auf die Psyche schlägt. Aber wir schauen gleich weiter. Womit setzt du dich denn auseinander? Das kann ja auch nur temporär sein, ja. Dass man mal so ein paar Tage hat. Dann ist man wieder optimistisch. Ja, aber als realer Mittelpunkt stehen hier die Blumen. Es geht hier um Treffen. Und um Kommunikation, also. Warum machst du dir hier Gedanken, Jungfrau? Weil das klären wir gleich. Und es kommt hier raus, das Kind. Die Ruten. Und der Park. Muss mal einen Schluck trinken, entschuldigt bitte. Ja, Jungfrau, es gibt hier sehr erfreuliche Nachrichten. Mit Sicherheit kommt hier eine Einladung auf dich zu, die euch sehr freuen wird, denke ich. Sehr charmant, sehr schön. In euren Gedanken, ja, vielleicht seid ihr von jemandem getrennt und das zerrt echt an eure Nerven, an euer Nervenkostüm. Und dann kommt wieder jemand auf euch zu. Und darüber macht ihr euch natürlich Gedanken. Ne? Soll ich da jetzt mich darauf einlassen? Auf jeden Fall vermisst ihr diese Person. Also die Trennung von diesem Menschen macht euch zu schaffen. Wir haben hier auch die helle Seite, ja, der Wolken. Also wir haben die Einladung. Vielleicht wird hier wieder alles gut. Und da schauen wir nach.
Haben wir vier der Münzen, das war eine Karte. Interessant, neun der Stäbe. Ja, vier der Münzen, man hält fest, man kommt nicht raus aus der Komfortzone. Die Distanz, ne? Du denkst vielleicht auch, ey, hier passiert gar nichts. Mein Gegenüber regt sich nicht, ich reg mich nicht, ich kann nicht, ich halt hier, mein Herz ist zu, also es ist so eine einsame Energie auch, das passt zum Turm. Und da haben wir hier noch neun der Stäbe. Du lässt hier kein X vorm U machen, sage ich immer. Du bestehst auch auf deine Werte, aber rennst auch nicht weg, aber du magst dich nicht mehr auseinandersetzen damit. Keine Diskussion, ja. Aber du willst dich auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen, ja. Das ist so eine, man mag nicht mehr, man kann nicht mehr, aber man steht auch zu seinem Punkt, ja. Und das ist so eine Papp-Papp-Situation. Also da gewinnt keiner. Du bleibst halt stehen, es passiert nichts, weil man sich nicht auseinandersetzt und nicht hinterfragt, nicht reflektiert. Und das zeigt diese Karte hier an. Aber plötzlich kommt da was ins Haus geflattert. Und zwar in Form einer wunderschönen Einladung oder einem sehr charmanten Vorschlag. Und da legen wir jetzt mal drauf. Sechs der Stäbe. Eine Stabkarte. Nur Stäbe hier. Hier ging es hoch her. Das zerrt natürlich. Page der Stäbe. Sechs der Stäbe, die Erfolgskarte, der, ja, ist auch ein bisschen manchmal die Arroganzkarte. Na, hier ist jemand sehr erfolgreich und weiß es. Hier ist es viel Bewunderung, auch drin in dieser Karte. Man bewundert jemanden, man blickt zu jemanden auf. Dieser Mensch ist von sich überzeugt, dass er dich zurückerobert und kommt hier daher und sucht nach Lösungsmöglichkeiten. Sehr unverbindlich noch, also weist dir nicht wirklich was zu, aber sucht erstmal wieder den Kontakt, die Nähe in Form eines Treffens und es ist hier sehr spielerisch. Man ist wieder neugierig, man interessiert sich wieder für den anderen. Man bleibt aber unverbindlich, man kommt nicht, fällt nicht mit der Tür ins Haus, aber hier möchte jemand wieder auf dich zukommen, das wird er tun und ist auch von diesem Erfolg überzeugt. Eine Karte aus dem kleinen Tarot. Noch eine. Ja. Mein James Bond. Ich sage immer, es ist mein James Bond König. Weil der, es ist no risk, no fun, ne? Ich riskiere hier mal was. Aus dem Herzen heraus. Klar, mache ich. Sehr attraktiver Mensch, sehr leidenschaftlich, so ein Spielertyp. Aber mit dem bringt es auch unheimlich viel Spaß, ne? Das ist dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast, Jungfrau. Dann haben wir hier 10 der Münzen. Die absolute Wunscherfüllung war es vielleicht. Vielleicht hattet ihr das vor, ist aber gescheitert. Vielleicht ist dieser Mensch auch wirklich sehr reich, ja. Das steht auch für eine Dynastie, ein Mensch, der Erfolg hatte. Auch mit den sechs der Stäben. Es ist ein sehr erfolgreicher Mensch, der erfolgsorientiert auch ist, ja. Ein sehr charismatischer Mensch. Ein Spieler vielleicht mehr, ja. Und du bist Jungfrau, du brauchst diesen ganzen Tamtam gar nichts. Ist zwar sehr attraktiv, aber du willst eher ruhig, Jungfrau. Und ihr steht ja eher lieber in der zweiten Reihe, beobachtet alles, bildet euch eure Meinung, ja, und habt hier eure Werte hier. Der Eremit, der hält ja das Licht hoch, euer Lebenslicht, eure Werte. Da das haltet ihr hoch und vielleicht sagst du diesem Menschen, was ist denn dein Wert? Es ist zwar alles spaßig. Aber wo ist der Wert dahinter, der wirkliche? Da prallen vielleicht Welten aufeinander, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr interessanter Mensch, der meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich ist. Weiter. Ja, wir sind hier schon bei der letzten Reihe sozusagen. Bevor ich hier Tarotkarten lege, werde ich die natürlich gleich erläutern. Es geht um
Man redet über einen Neubeginn, man diskutiert drüber, man will es öffentlich machen. Ich glaube, dieser Mensch ist auch sehr öffentlich. Vielleicht steht er auch in der Öffentlichkeit. Der ist so ganz anders als Jungfrauenergien, ja. Ihr macht das für euch mit eurem Partner. Dieser Mensch, sag ich mal, chartert einen Heißluftballon und da steht dann drauf: Ich liebe dich für immer. So kannst du dir das vorstellen, ne? Also ganz öffentlich, dass alle Welt das weiß, wird drüber gesprochen. Das verspricht, ist eigentlich gegen deine Jungfrau-Natur. Aber es kommt ja immer darauf an, was für Planeten du sonst in der Chart hast, ne? Welche Energien da sind. Die Jungfrau ist ja deine Wesensart. Eine Karte aus dem Tarot hier auf diesen Diskussionen über den Neubeginn, was gibt es denn noch zu sagen? Okay. Ach, siehst du, noch mehr Stäbe hier, dieser Mann. Dieser Mann ist Leidenschaft wahrscheinlich. Der ist es in Person. Ass der Stäbe, der will let's burn, Baby, sage ich mal so. Let's burn. Leidenschaftlicher Neubeginn. Worauf wartest du? Ich will alles. Ja. Noch eine Karte hier. Da haben wir die Geduldskarte. Ja, der wird nicht nachgeben, ne? Also der wird dranbleiben. Ist wahrscheinlich auch sehr zäh, ist nicht nur jemand, der heiße Luft, weil wir haben ja auch keine Schwertenergie, ne? Keine Sprüche, sage ich mal, sondern schon Intentionen hat dieser Mann. Und wird geduldig dranbleiben mit dir. Eine Münze liegt hier schon, der bleibt in der Geduld, der bleibt in der Ausdauer. Sonst wäre der auch niemals erfolgreich. Das sind halt erfolgreiche Menschen, die bleiben dran, auch wenn die mal einen Niederschlag, einen Rückschlag bekommen. Ja, das gehört dazu. Das macht sie noch stärker. Noch mehr Neubeginne gibt es jetzt ja kaum noch. Ganz klar sagt dieser Mann, was er will. Das ist das Ass der Wahrheit, der Klarheit. Also du hast hier niemanden, der heiße Luft redet. Der sagt die Wahrheit, ganz klar. Der nimmt kein Blatt vom Mund, auch nicht in der Öffentlichkeit. Das sagt er nicht nur dir, das sagt er allen. Steht wieder für ein Neubeginn. Die Asse stehen immer für den Anfang. Eine Karte noch, hier, come on. Auf die 7 der Münzen. Eine Karte noch. Was für ein kleiner Talent. Frische Energie, der Gehängte, der Stillstand, der Perspektivwechsel, ja. Hier war ja lange Stillstand. Ganz lange. Weil niemand hier von seiner Meinung abge, weil es aussichtslos war zu diskutieren, ja. Du willst es ja auch nicht. Und hier ändert jemand die Perspektive. Dieser Stillstand, du kannst nicht ewig so aufgehängt an den Füßen hängen. Das ist hier die Erleuchtung. Irgendwann denkst du, aha, so geht's. Du kannst ja vielleicht auch mal anders sehen. Ich muss es anders sehen, sonst platzt mir der Kopf. Perspektivwechsel. Ich glaube, diese Karte gilt für dich. Du wirst die Perspektive hier wechseln. Du wirst aus diesen 9 der Stäbe, ich bleib hier stehen, ich lasse mir nicht irgendeinen Blödsinn erzählen, ändern, weil dieser Mensch nicht nur heiße Luft ist. Ja, der hat unheimlich viel Feuer, aber auch viel Ausdauer, auch Münzenergie und eine Klarheit, ein Plan. Ich glaube, du wirst die Perspektive hier wechseln, Jungfrau. Und jetzt nehmen wir eine Grußbotschaft. Da, was haben wir denn? Sind das jetzt zwei oder noch mehr? Okay, die drei, ich mache das ja ungern, aber die sind so im Kombi rausgefallen. Dies war die erste. Die Antwort lautet ja.
War die zweite. Auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ja, respektiere das Anderssein. Dieser Mensch ist sehr öffentlich, ist vielleicht sehr dramatisch, ja, aber ist okay. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um sich zu verderben. Ja, daran musst du auch denken, ne? Wenn da was falsch gelaufen ist, sei hier nicht so und stur, beharr auf deine Rechte, sondern leb das Leben, ja. In diesem Bewusstsein. Gut, meine liebe Jungfrau, wir schauen natürlich auf dein Gegenüber, auf dem fortlaufenden Reading ganz genau. Was ist mit diesem Menschen? Bei Fragen schreib mich gerne an. Auch bei persönlichen Readings, astrologischen Beratungen stehe ich dir zur Verfügung. Und magst du das Kartendeck haben, dann schreib mich an. Wie gesagt, wir haben schon November, es geht auf Weihnachten zu. Da sind die ratzfatz weg bei mir hier. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, dein Löwenherz.